Willkür und Einschüchterung in Belarus. Das war vor einigen Tagen die Überschrift eines Berichts im Internetauftritt der Tagesschau. Bei dem Bericht ging es konkret um das Schicksal von Journalistinnen und Journalisten, wie sie von Lukaschenko unter Druck gesetzt werden. Das, was mein Berufsstand, meine Kolleginnen und Kollegen in Belarus derzeit erleben müssen, das ist erbärmlich. Es ist genauso furchtbar wie das, mit dem die Zivilgesellschaft in dem Land insgesamt konfrontiert ist. Die zuweilen durch den Staat brutal niedergeschlagene Freiheit. Friedlicher Protest wird von den Sicherheitskräften hemmungslos weggeknüppelt. Ein Autokrat schüchtert sein Volk ein. Das ist kein zivilisiertes Verhalten mehr. Das ist blutige Willkür. Als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands erkläre ich mich hier und jetzt bewusst und klar solidarisch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Belarus. Freie und unabhängige Berichterstattung sorgt dafür, dass die Gesellschaft in Belarus, dass aber auch wir in der ganzen Welt erfahren, was eigentlich passiert. Dafür gibt es einen breit getragenen internationalen Konsens, der das Recht auf Pressefreiheit garantiert. Dafür stehen die Vereinten Nationen, dafür steht die OSZE, dafür steht die EU. Wer gegen solche Grundrechte vorsätzlich und brutal verstößt, muss in die Schranken gewiesen werden. Wir dürfen nicht lockerlassen, das Regime von Lukaschenko anzuprangern und dafür zu sorgen, dass Freiheit und Demokratie verteidigt werden. Neben friedlichen Demonstrationen gehört dazu eben auch die freie und unabhängige Berichterstattung durch professionellen Journalismus und die Einordnung und Kommentierung der Ereignisse. Was aber passiert tatsächlich in Belarus? Medienvertreter werden willkürlich an der Arbeit gehindert. Die Liste der betroffenen Medien ist lang. Unser deutscher Sender ARD, die britische BBC, der US-amerikanische Sender Radio Liberty, die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters. Und das sind nur die Fälle, die international öffentlich gemacht wurden. Von unseren Freunden vom belarussischen Journalistenverband weiß ich, dass es noch viel, viel mehr Kolleginnen und Kollegen trifft. Sie sollen schlicht und ergreifend mundtot gemacht werden. Wer wie Lukaschenko Journalismus be- oder verhindert, will seinem Volk Angst machen, will ungehindert von Kritik und Zweifeln einfach seine Politik durchziehen. Stellen wir uns das doch mal ganz real vor, hier für Düsseldorf. Da kämen gleich Sicherheitskräfte um die Ecke, die uns einschüchtern, verscheuchen, verprügeln. Einige von uns kämen ins Gefängnis, weil wir nichts anderes getan haben, als friedlich zu demonstrieren. Andere müssten ganz konkret Angst um ihr Leben haben. Und den Berichterstattern von WDR, RTL, Rheinischer Post und Deutscher Presseagentur würde das Arbeiten verboten. Und wenn jemand von der New York Times oder von CNN hier wäre, um über unsere Kundgebung zu berichten, würden die Reporterinnen und Reporter des Landes verwiesen. Unvorstellbar? Ja, irgendwie schon, hier in Düsseldorf. In Minsk ist das Alltag. Ich wünsche mir Frieden für Belarus. Der Druck der internationalen Gemeinschaft muss erhöht werden, damit eine konstruktive Ruhe in dem Land eintritt. Es geht darum, Demokratie und Menschenrechte nicht mehr mit Füßen zu treten, sondern endlich zu achten. Dafür stehen wir heute hier. Frieden und Freiheit für die Menschen in Belarus. Herzlichen Dank.